Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey Leute, was geht auf euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA 21 Mobile. Ja, wo ich gerade da Lewandowski sehe, ich glaube mit Lewandowski hätten die Bayern ein besseres Spiel gemacht. Ich bin heute übrigens nach dieser 20 Uhr Folge wieder live. Live und in Farbe, wir werden ein bisschen Player of the Month zu Ende zocken, weil um 21 Uhr erscheint ja das neue Event. Um 21 Uhr ist das, wie hieß es nochmal, Spring Break Event da. Mit Messi habe ich auf, konnte man schon sehen, Klostermann und so weiter und so fort. Mal gucken, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich habe Bock drauf und ich hoffe, ihr seid mit am Start, Jungs. 21 Uhr ist das neue Event am Start, aber ich bin schon direkt nach der Folge heute live, also um 20.15 Uhr ungefähr. Gestern live war ich gebrochen, weil ich habe einen Gegner bekommen, der auf Platz 1 immer noch hier ist. Guckt euch das an, Cosmo Powder. Der hat 31 Siege. Er hat 31 Siege und ich habe gegen ihn gespielt. Der hat 148er Team, der hat sogar einen Hullet im Sturm. Der hat einfach schon einen Hullet. Der hat einen Hullet. Und ihr habt es richtig im Titel gelesen. Dönitz holt sich heute. Ich bin echt, ich bin am Schwanken gewesen. Was hole ich mir? Ich glaube, das ist hier mit 40 Punkten gar nicht so verkehrt. Und seltene Splitter brauche ich sowieso. Ich hatte auch überlegt, ob ich mir Skillboost-Karten hole, weil Skillboost-Karten und Dönitz sind so und Skillboost-Karten wären auch nicht verkehrt, weil, guckt euch meine Skillboost-Karten an, hier bei Abschluss fehlen nicht mehr viele, Kapitän fehlt nicht mehr viele, Flanken sind auch nur 300 Stück, also auch Skillboost-Karten wären nice, aber Skillboost-Karten ziehe ich sowieso in jedem Pack gefühlt, deswegen hole ich mir keine Skillboost-Karten, sondern ich hole mir Rangpünktchen. Und ich muss mal überlegen, wie mache ich das? Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache, Jungs. Ich weiß, wie ich es mache. Ich möchte auf jeden Fall hier bei den Meilensteinen die ersten drei Packs öffnen können. Drei Flash Sale Meilensteine Packs. Meilenstein Packs? Was laber ich hier? Egal. So, ich habe ein paar Pünktchen jetzt geholt. Ein paar Pünktchen und Anton. Pünktchen und Anton. 146, ich brauche drei Ränge. Kriege ich die drei Ränge heute vielleicht sogar hin? Lass uns mal schnückern. Lass uns mal reinschnückern hier David Beckham. David Beckham, der kann auf jeden Fall. Zack. Ne, ich krieg nur zwei hin. Ah, belastende Hase. Ja, okay, dann lohnt sich das jetzt auch nicht, das jetzt direkt zu machen. Weil es sind sowieso nur zwei Ränge. Ich würde sowieso nur auf 89 Ränge kommen. Aber genau auf das habe ich mich gefreut. Weil wir öffnen jetzt die Flash Sale Meilensteine. Drei Packs. Ich krieg einen 88 Plus Spieler. Einen. Und da kann natürlich, oh Baby, da, das kann knallen. Ich krieg noch einen 88 Plus Spieler und 5000 Münzen. Und am Ende ist es noch ein Kältespieler und das kann noch mehr knallen. Einen Ronaldo, einen Savic, einen Oblaki, einen Neymar, einen Hazard, ach du heilige Maria Josef. Also wenn wir davon einen ziehen, übrigens, Binder Maya Kostüm kam immer noch nicht an. Ich denke mal, das kommt erst Freitag an. Das heißt, die erste 20 Uhr Folge mit dem Binder Maya Kostüm, je nachdem wann es Freitag ankommt, entweder Freitag die 20 Uhr Folge mit Binder Maya Kostüm oder Samstag dann erst. Samstagabend, ach du Kacke, Leute, eine Woche mit Binder Maya Kostüm. Jungs, was macht ihr mit mir? Ich mache dann wahrscheinlich auch die nächste FIFA Mobile Challenge mit dem Biene-Maja-Kostüm. Und keine Ahnung, wahrscheinlich sagt ihr, ey, beim nächsten Mal bitte noch gelb anmalen, dass ich wirklich komplett aussehe wie Biene-Maja bei der Challenge. Weil dann raste ich hier wirklich aus. Ne? Dann raste ich aus, ich gehe rein ins erste Pack. Let's go. Und mal schauen, was EA hier gönnt. Mal schauen, was EA gönnt. Gibt es eine Pack-Animation? Es gibt eine Pack-Animation. Das ist doch mal sehr, 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 sehr geil. Sieht saftig aus. Und was gönnt EA? Was gönnt EA? Ist Maximovic. Oh mein Gott, ich habe zuerst Milinkovic-Savic gelesen, Kältespieler. 89. Nee, bin ich gar nicht mit zufrieden. Bin ich unglücklich, bin ich... Ja, da mache ich den Reklamierarm hoch wie Manuel Neuer. Das finde ich jetzt gar nicht lecker. Nächstes Pack, zweites Pack. Mal gucken, welchen Spieler wir jetzt hier drin haben werden. Natürlich am geilsten ist das letzte Pack, weil da... Das kann noch mehr knallen als diese Packs hier, aber auch diese Packs können knallen und was kriegen wir? Ward-Prowse, oh mein Gott. James Ward-Prowse, ach du Kacke. EA, was macht ihr mit mir? Gestern Packluck gehabt und heute nix oder was? Heute Hasta la Vista. Na, das wäre auch nochmal geil hier, ne? Dieses Premier League Pack hier. Aber selbst da könnten wir theoretisch nur einen Cater ziehen.
Ach du Kacke, Mann. Nee, Leute, also wir werden heute, ich habe gesagt, 3 Meilensteine, deswegen gibt's auch 3 Meilensteine. Ja, komm, wenn jetzt Neymar kommt, wenn jetzt Hazard kommt, wenn jetzt Ronaldo, Oblak oder Milinkovic-Savic kommen, eines von den fünf Spielern in der ersten Reihe, dann bin ich happy. Dann bin ich happy, dann vergesse ich die ersten beiden Packs. Dann vergesse ich die ersten beiden Packs. Ich drück rauf, let's go und mal schauen, was EA hier gönnt. Bitte. Bitte, bitte, Frank, bitte, Dave, bitte, Frank, bitte, Dave, Robin Loot! Ja. Wie ihr seht, Kimmich, stocksauer nach 2-0, ein Mann weniger. Ach, Kimmich, was ist da los? Was ist da los? Manuel Neuer war halt nicht auf der, ne, auf der Höhe. Ich fand, Manuel Neuer war letztes Jahr Champions League gegen Paris eine absolute Maschine, ein Matchwinner. Und jetzt hier im Champions League Hinspiel, ja, war Manuel Neuer aus meiner Sicht nicht ganz so gut. Komm, Leute, wir gehen rein ins Playoffs im Mannsturnier. Ich mache jetzt hier nochmal Bestenlisten-Bonus. Huch, was habe ich denn da verpasst? Achso, diese normalen Goldspieler nur. Ruben Dias und Lucheny Goff. Okay, wir gehen rein. Ich würde sagen, ich mache hier noch ein Gamechen. Ein schönes Play-of-the-Month-Spielchen. Und die anderen mache ich dann im Livestream zu Ende. Beziehungsweise habe wahrscheinlich auch schon ein paar tagsüber wieder gespielt. Das heißt, mal gucken, wie viele Spieler wir übrig haben im Livestream jetzt noch. Weil wir haben ja von 20.15 bis 21 Uhr haben wir ja Zeit. Haben wir ja Zeit, Play of the Month zu spielen, Team zu bewerten und so weiter. Weil um 21 Uhr kommt ja erst das neue Event raus. Und das interessiert uns alle am meisten. Da bin ich heiß drauf. Und ich hoffe, es wird ein geiles Event. Ich hoffe, da kann man 1 gegen 1 spielen. Ich hoffe, da kann man über das andere spielen. Ich hoffe, da kann man täglich 20 Mal Skillspiele machen. Mal schauen. Wir können nicht in die Karten schauen. Also wir können nicht wissen, was da Frank und Dave raushauen. Gestern, als ich den Spieler gemeldet habe, weil der hat 31 Siege, das ist für mich Betrug, und deswegen habe ich den Spieler gemeldet, wegen Cheaten. Ist einfach so, 31 Siege, man kann 30 Spiele machen und der hat 31 Siege. Ja, moin! Genau, da hatte ich dazu geschrieben, für alle, die im Livestream dabei waren, die wissen es, hatte ich geschrieben, ey, Dave und Frank, was macht ihr da? Der hat einfach 31 Siege. Da frage ich mich echt, das ist jedes Mal das Gleiche, ne? Jedes Mal haben da Spieler an der Spitze von der besten Liste 31 Siege. Ich frage mich echt, ey, ne, was ist da los? Man kann 30 Siege holen, man hat 30 Spiele Zeit und der Erste hat einfach 31 Siege. EA? Jemand zu Hause? Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist keiner zu Hause bei EA. Darauf kriegt man keine Antwort. So, 7:1, das Ergebnis erinnert mich an irgendein Ergebnis. Ronaldinho mit dem 8:1, Faust in die Facecam. Let's go, Flanke rüber, wieder auf Messi hin und Messi mit dem 9:2. Nochmal rüber, Ronaldinho Gaucho, 10:2 und Messi mit dem 11. Türchen. Ja, Wolski, Miro Klose auch nochmal mit dem Finesse und auch nochmal mit dem Türchen, 12:3, das war's hier für die heutige 2 Uhr Folge. Kommt jetzt gerne rüber in den Livestream, ja, zockt mit mir FIFA Mobile, ein paar Teams bewerten, Teams werden wir auch bewerten, innerhalb von der Zeit von 2:15 bis 21 Uhr sicherlich auch am Start. Und um 21 Uhr geht's dann ab, neues Event, direkt mal die Prime Icon sichern, Kapi. Leute, ich bin raus und ja, bis gleich im Livestream, tschüss, ciao.